Jo, hallo, wir sind jetzt heute von der Initiative Recht auf Stadt Regensburg. Vor 14 Tagen auf der Auftaktkundgebung unseres Bündnisses für soziale Gerechtigkeit, Frieden und Solidarität hielten wir, also vor Recht auf Stadt, eine Rede gegen die unternehmerische Stadt Regensburg. Wir wollen keine Stadt, die wie ein Betrieb geführt wird, der möglichst viel Profit für wenige abwerfen soll, sondern eine Stadt, die allen gehört. Denn eine Stadt, die allen gehört, steht auch Krisen durch. Sie lässt niemanden zurück. Eine unternehmerische Stadt dagegen, die scheißt auf Solidarität, wenn es mal nicht so gut läuft. Jüngstes Beispiel: die massenhafte Kündigung von Versorgungsverträgen durch die REWAG, einer Tochter GmbH der kapitalistischen Regensburger Stadtverwaltung. Den Aufsichtsrat leitet unsere mehr als marktkonforme Oberbürgermeisterin Malz Schwarzfischer. Nun ist das Gejammere unter den anderen betroffenen Kapitalistinnen groß. Ausgerechnet der Gewerkschaftsfeind und ehemalige Händelmeier-Chef Wunderlich, der übrigens den jahrelangen offensichtlich rein spekulativen Leerstand Gloria Kino zu verantworten hat, beklagt das profitgesteuerte Vorgehen der REWAG. In unserer heutigen Rede aber wollen wir uns dem widmen, was anstelle einer unternehmerischen Stadt treten soll. Der Utopie von einer vernünftig organisierten Stadt. Denn es bleibt uns nichts anderes übrig. Die unternehmerische Stadt geht an ihren eigenen Widersprüchen zugrunde. Wir müssen uns eher früher als später ein neues Konzept einfallen lassen. Unser Vorschlag lautet: solidarische Ökonomie und rätebasierte Demokratie. Eine Stadt kann grob eingeteilt in 7 Tätigkeitsfelder unterteilt werden: Wohnen, Wirtschaft, Umwelt, Mobilität, Kultur, Daseinsvorsorge und Demokratie, Mitbestimmung. Auf Mitentscheidung noch, wenn es noch uns geht natürlich. Auf Wohnen, Wirtschaft und Demokratie wollen wir heute etwas näher eingehen. Die anderen Bereiche seien jetzt nur kurz angerissen. Das heißt aber nicht, dass die jetzt weniger wichtig wären. In einer Stadt, da hängt alles mit allem zusammen. Da ist alles im Prinzip gleich wichtig. Verbesserungen in einem Bereich wirken sich positiv auf die anderen Bereiche aus. Zum Beispiel Verkehr. Wenn in Regensburg endlich der kostenlose Nahverkehr eingeführt wird und der Individualverkehr aus der Stadt verbannt wird, werden plötzlich riesige Flächen für Grün, Spielplätze und Begegnungsplätze frei. Ja? Oder Kultur. Gäbe es selbstverwaltete und vor allem dauerhafte kulturelle Freiräume in Regensburg statt, dass es für jeden Drecksspielort satte Mieten verlangt werden, dann hätten wir eine tatsächliche Kulturszene in Regensburg, nicht wie jetzt fast ausschließlich belanglose, stinkbrave Kulturwirtschaft. Oder Umwelt. Wenn der Klimawandel in Regensburg endlich ernst genommen werden würde und beispielsweise als Sofortmaßnahme ein Abrissmoratorium verhängt werden würde, damit nicht mehr massenhaft graue Energie verschwendet wird, dann würde bezahlbarer Wohnraum gerettet, statt dass für neue, ultra hässliche und unbezahlbare Monoblöcke hingebaut werden. Und damit sind wir jetzt bei dem Bereich Wohnen, wo wir ein bisschen mehr einsteigen wollen. Als Einleitung möchten wir euch ein Lied vorspielen, das wir 2017 anlässlich der Übergabe der von Recht auf Stadt Petition bezahlbare Wohnungen statt neue Hotels und Airbnb gedichtet haben. Das Lied heißt Lied des Wohnens. Wohnen
Menschen recht. Kein Recht sind Gewinn und Profit. Sklaven der Städte, befreit euch. Sklaven der Städte. Zum Thema Wohnen, da sind wir natürlich bei Recht auf Stadt jetzt bei unserem Thema hauptsächlich, möchte jetzt ein bisschen weiter näher eingehen. In der unternehmerischen Stadt, da ist es ja so, das Wohnen ist eben kein Menschenrecht, sondern ein Produktionsfaktor. Häuser sind keine Heimat, sondern eine Anlage, Kapitalanlage. Dementsprechend will ein Kapitalist das Angebot möglichst rar halten, möglichst wenig in den Bestand investieren, damit unterm Strich möglichst viel Profit rausspringt. Sprich Miete oder Spekulationsgewinne durch Weiterverkauf. Es heißt in der kapitalistischen Regensburger Presse, es gäbe zu wenig Wohnraum. Aber das ist falsch. Alle finden sofort in Regensburg eine schnucklige Behausung, wenn sie das nötige Geld haben. Um das Problem zu verstehen und eine vernünftige Lösung zu finden, muss das Wesen der kapitalistischen Wirtschaftsform eben verstanden werden. Es ist nicht das Ziel der kapitalistischen Wirtschaftsform, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen, ganz im Gegenteil. Nur wenn die Bedürfnisse unbefriedigt bleiben und das Angebot möglichst knapp gehalten wird, kann mit sehr wenig Aufwand sehr viel Gewinn gemacht werden, denn dann kann man maximalen Preis verlangen. Ein Beispiel, rein rechnerisch gibt es genügend Lebensmittel auf der Welt, sogar für noch wesentlich mehr Menschen als jetzt. Kein Kind müsste hungern oder an Hunger sterben. Das Problem ist, die Hungernden haben nicht das Geld, sich die vorhandenen Nahrungsmittel zu kaufen. Diese Nahrungsmittel werden von KapitalistInnen lieber vernichtet, um die Preise hochzuhalten, oder für Produkte für die Reicheren dieser Erde zu verschwenden. Zum Beispiel Soja für die irrsinnige Massenproduktion von irrsinnigen Mengen Fleisch. Das heißt, mit Kapitalismus wird es immer Hungernde geben bei gleichzeitiger Überproduktion. Und ganz genau so ist es auch beim Wohnen, auch hier in Regensburg. Rein rechnerisch gibt es genügend Wohnraum in Deutschland, aber auch in Regensburg. Aber dieser Wohnraum, der wird nicht vernünftig und gerecht verteilt, sondern an Menschen vergeben, zunehmend an Menschen vergeben, welche spekulative Mondpreise bezahlen können. Was, du hast keine Wohnung? Ja, dann zieh halt ins Fürnbergviertel für 20 Euro im Quadratmeter oder ins Hotel. Hotels haben wir in Regensburg wirklich zum Saufuhren. Zwei stehen eh schon wieder leer, zusammen 300 Zimmer. Trotzdem werden eben da neue eröffnet. Ein Hotelzimmer kostet 50, 100, kann man noch mehr zahlen, pro Nacht. Also sowas findet man immer. Oder miete ich doch in einer 15 Quadratmeter Ferienwohnung ein für 1000 Euro. Oh, alles Freude dran. Genau. Ferienwohnung ein.
Und viele Studierende, die werden sich jetzt am Semesterstart wieder wieder Ferienwohnung bieten müssen. Oder was? Kauft doch. Ja. Oder kauft da einfach eine 40 Quadratmeter Wohnung, Eigentumswohnung für eine höhere die Million. Das Einzige, was du dafür machen musst, ist halt ein bisschen was erben. Ja. Jeder findet eine Wohnung, wenn er Geld hat. Und findet sich einmal kein Dummer mit Geld, dann bleiben die Buden eben leer. Hauptsache, der Preis der Anlage bleibt schön hoch. In ein paar Jahren kann der Leerstand mit fettem Gewinn in der Boomtown Regensburg an den nächsten Kapitalisten weiterverkauft werden, der ebenfalls auf fette Spekulationsgewinne hofft. Mietende, die stören bei diesem Spiel oft nur. Das heißt, wie vorher bei den Hungernden, mit Kapitalismus wird es immer Wohnungsmangel bei gleichzeitigem Leerstand geben. Das ist einfach systemimmanent. Nun aber jetzt... Genau. Nun aber jetzt zur Beschreibung, der Beschreibung des Jetzt-Zustands zu unserer Utopie. Die Lösung, die ist ja einfach, weiß doch jedes Kind, gell, die ist super einfach. Es gibt, wie gesagt, genügend Wohnraum. Wir müssen also nur den vorhandenen Wohnraum an alle Menschen verteilen, die ihn brauchen. Ganz easy. Das ist alles. Die Lösung heißt also Verteilung nach Bedarf und nicht nach Geldbeutel. Dafür braucht es aber eine sehr sympathische Voraussetzung. Immobilien, die dürfen nicht länger Privateigentum sein, sondern müssen in gemeinschaftliches Eigentum überführt werden. Das ist jetzt keine weltfremde Utopie oder so eigentlich, sondern absolut grundgesetzkonform. Artikel 14, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Und wenn EigentümerInnen dieser Verpflichtung nicht nachkommen, wegen Leerstand oder weil die heruntergekommenen Buden zu gemeinwohlvernichtenden Preisen vermieten, ja, dann kann man es enteignen. Siehe. Und das ist ja jetzt versucht worden oder halt passiert jetzt hoffentlich. Ja, erfolgreiche Berliner Volksbegehren, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Das ist einfach nur eine ganz stinknormale Grundgesetzanwendung, die von der SPD nach Kräften verhindert wird momentan. Ja. Die bayerische Verfassung übrigens, die ist diesbezüglich auch sehr sympathisch. Im Artikel 161, da heißt es, Steigerungen des Bodenwertes, die ohne besonderen Arbeits- oder Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, sind für die Allgemeinheit nutzbar zu machen. Geil! Der vermutlich beachtliche Gewinn, den der Senfhersteller da wunderlich jetzt beim Weiterverkauf seines jahrelangen Leerstands Gloria Kino erzielt hat, einfach weil die Quadratmeterpreise in Regensburg ins Astronomische steigern, könnte also vom bayerischen Staat, wenn sich der selber an seine eigene Verfassung halten würde, ohne weiteres praktisch einkassiert werden. Ja, aber auch eine Kommune, die könnte einiges tun, sogar innerhalb der Grenzen des Kapitalismus, wenn die Kommune nur wollte. Doch alle, die die Artikel jetzt vor Recht auf Stadt die letzten Jahre so ein bisschen gelesen haben, die wissen, unsere Kommune will nicht, die tut nichts. Weder wird in Regensburg gegen Leerstand vorgegangen, noch werden Ferienwohnungen verboten. Im Gegenteil, sogar illegale Ferienwohnungen, auf die ein Bußgeld von 500.000 Euro verhängt werden könnte, werden nachträglich und bußgeldfrei legalisiert. Ja, die Stadtverwaltung und der Stadtrat sind selbst mit die größten Wohnraumvernichter und Gentrifizierer. 100 alte Menschen wurden 2015 mit der Schließung des kommunalen Pflegeheims St. Michael, Michelstift, aus der Altstadt geworfen. Kicken Sie Esch. Und 220, da hat der Stadtrat, die Verwaltung und der Stadtrat die Studierendenwohnungen auf dem Kepler-Real einfach in die Luft gesprengt. Gell? 220 günstige Studiwohnungen weniger. Und die stadteigene Stadtbau, die fühlt sich auf wie so ein x-beliebiger Miethai. Entmietung, Generalsanierung und dann wieder teure Wiedervermietung. Also so läuft es hier in Regensburg.
Dagegen, da müssen wir mehr einschreiten. Wir müssen die Stadtverwaltung mit Beschwerden und Klagen überhäufen. Wir müssen den Stadtrat bloßstellen. Wir müssen die Öffentlichkeit aufklären darüber, wie ihre VertreterInnen permanent gegen die Interessen der allermeisten hier Lebenden handeln. Der allermeisten. Ein paar profitieren ja sehr gut davon, wie es läuft. Und wir müssen uns darüber klar werden, dass wir letztlich selbst die Geschicke in unsere Hände nehmen müssen. Denn eine kapitalistische Verwaltung, ein marktkonformer Stadtrat, die werden nie den Wohnraummangel und alle anderen Mängel beheben. Das ist, wie gesagt, im kapitalistischen System einfach nicht vorgesehen. Okay. Dankeschön.